ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier war es in letzter Zeit etwas ruhiger auf meinem Kanal. Das lag einfach daran, dass ich die letzten 2 Wochen im Urlaub war und so viel davor passiert ist. Ich muss euch unbedingt ein Update geben. Es gibt 2 große Dinge, die passiert sind und ich bin super happy, weil es ja mein Leben in der Zukunft auf jeden Fall verändern wird und ich freue mich auf die Zeit und bin gespannt, was das Gesamte so alles mit sich bringt. Und ich will euch heute wieder einen Tag lang in meinem Alltag mitnehmen, was ich esse, wie ich wieder in meinen Alltag reinkomme. Denn ich bin gestern erst wieder aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war 2 Wochen in Italien, in der Toskana. Es war super schön. Für diejenigen, die mich auch auf Instagram verfolgen, wissen, was ich so jeden Tag gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall super aktiv auf Instagram. Und ja, ich werde mir jetzt mein Frühstück vorbereiten und dann werde ich etwas arbeiten und dann startet auch schon mein Tag und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog und ich würde sagen, let's go! Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich nach dem Urlaub auf mein eigenes Essen wieder freue. Es war zwar geil, also wir hatten abends immer so eine Art 4-Gänge-Menü, wo ich aber meistens was weggelassen habe oder man konnte das ersetzen. Zum Beispiel als Vorspeise gab es meistens einen Saft oder einen kleinen Reissalat oder irgendwas mit Fisch, Meeresfrüchtesalat. Dann gab es so eine kleine Vorspeise, das war meist Nudeln, egal was für Nudeln. Da gab es auch 4 Auswahlmöglichkeiten. Dann ein Hauptgericht, da gab es auch wieder 4 Auswahlmöglichkeiten. Das war meist Fleisch oder Fisch oder Omelette für Vegetarier. Und als Nachspeise konnte man sich dann auswählen zwischen Obstsalat, Eis, Torte oder so typisches wie zum Beispiel Creme Brûlée oder Panna Cotta. Und das war einfach too much dann irgendwann, weil Nudeln stopfen ja schon. Und dann noch ein Fleischgericht zu essen, da habe ich meistens ein Fleischgericht oder so weggelassen. Oder den Nachtisch oder mal die Vorspeise, aber es war so geil, das Abendessen dort. Ich habe es auch wirklich genossen und ja, das Frühstück leider, was in Italien oft üblich ist, dass das sehr spärlich, sparsam ist. Man nennt es kontinentales Frühstück und da gab es einfach 4 verschiedene Arten von Croissants, 4 verschiedene Arten Kuchen und Kekse. Aber ich bin nicht so der süße Frühstücker, beziehungsweise kann ich mit Kuchen nichts anfangen zum Frühstück. Das esse ich am Nachmittag vielleicht mal, aber ja, dann nur ein kleines Stück. Und sonst gab es halt nur helle Brötchen, dann gab es Rührei, gekochtes Ei und Schinken und verschiedene Joghurts und 2 Müsli-Sorten, aber mit sehr viel Zucker, also nur so diese hellen und diese Schoko-Müsli-Sorten. Ihr wisst, was ich meine, die Standarddinger. Und dann gab es ein bisschen Obst. Und ja, ich habe halt every day habe ich Naturjoghurt gegessen mit bisschen Obst und dann noch Rührei mit ein bisschen Tomate. Das war es aber auch schon, weil ich mag halt keine hellen Brötchen und dunkle gab es nicht. Und dann habe ich mir irgendwann Maiswaffeln gekauft und dann immer die Maiswaffeln mit Putenbrust gegessen. Ich habe euch auch auf TikTok und Instagram mal so ein What I Eat in a Day im Urlaub hochgeladen. Falls euch das mal interessiert, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, dadurch, dass das Frühstück dann immer so spärlich ausfiel, habe ich mittags ein bisschen was Größeres gegessen, aber auch was Leichtes, also zum Beispiel ein Salat oder so. Das hat eigentlich immer richtig gut geschmeckt, weil es bei uns abends halt keinen wirklichen Salat gab. Und ich habe diesen Salat so vermisst und muss mir einfach die Wochen jetzt wieder meinen Favorite Salat machen. Genau, und ich freue mich auch dementsprechend jetzt sehr auf mein Frühstück. Es gibt wieder Schmelzflocken für mich. Ich liebe es einfach. Ich kaufe meistens die Schmelzflocken oder es gibt noch andere bei Kaufland. Ich weiß nicht genau von welcher Marke. Auf jeden Fall kaufe ich die. Die habe ich bei Rossmann gekauft. Ist eigentlich für Babys, aber ja, wen juckt es? Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Und das Rezept, wie ich die mache, habe ich auch schon als Reel auf Instagram gepostet. Könnt ihr gerne vorbeischauen und ich mache mir jetzt erstmal mein Frühstück und dann zeige ich euch, was ich so arbeiten werde. Let's go! Oh mein Gott, hier sind meine geliebten Schmelzflocken. Ich habe das ganz getoppt mit Tiefkühlheidelbeeren. Die habe ich etwas auftauen lassen. Dattelsirup und Zero Chocolate. Und diese Konsistenz. Das ist einfach so lecker, Freunde. Ihr müsst es ausprobieren. Nebenbei schaue ich jetzt noch ein bisschen Trash-TV. Und zwar Are You The One?
Und dann zeige ich euch, was Neues auf dem Plan steht. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe es schon auf Instagram angekündigt, aber ich freue mich so sehr. So, ich habe jetzt lecker gefrühstückt. Es hat so gut getan. Ich hatte mich einfach so sehr gefreut nach dem Urlaub auf Schmelzflocken. Aber was ich euch noch Cooles sagen wollte, ist, dass ich erstens die eine Neuigkeit. Ich bin immatrikuliert worden an meiner Lieblingshochschule. Ich hatte ja euch immer mal Updates gegeben, dass ich mich an der Hochschule mit weiter beworben habe. Und ich wurde einfach angenommen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe mich so gefreut. Freudentränen sind geflossen und ich werde ab Oktober dort anfangen zu studieren. Ich habe auch schon meinen Studentenausweis bekommen. Ich werde ab nächsten Monat dort einziehen und ich werde euch natürlich hier auch auf YouTube mitnehmen, wie ich meine Wohnung einrichte. Und ich freue mich einfach auf das neue Kapitel in meinem Leben und bin gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt, was ich dort alles lernen werde. Und es ist krass. In dem letzten Monat hat sich das alles so entwickelt und ich bin einfach sprachlos. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Und ja, die zweite Neuigkeit ist, für diejenigen, die mich vielleicht auf Instagram verfolgen wissen, dass ich ab heute, weil ich drehe das Video heute am 15. August, heute mit meinem Fitness-Online-Coaching starte. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte euch da draußen die Möglichkeit geben, eure Ziele zu erreichen, und ich möchte euch dabei unterstützen und habe eine Webseite erstellt, eine App, wo ich euch Ernährungs- und Fitnesspläne auf euch angepasst erstelle und ihr gemeinsam mit mir eure Ziele erreicht. Und ich kann euch mal zeigen, grob, wie die App aussieht. So sieht das ungefähr aus. Hier sehe ich dann Klienten euch, genau, die mir dann angezeigt werden. Hier, ich habe ja erst gestartet. Und werde mich jetzt erst mit euch beschäftigen bzw. euch anfragen. Hier sind denn dann die Leads drin, die Anfragen, die reinkommen. Dann gibt es eine Chat-Funktion, dann kann ich hier mit euch schreiben. Dann kann ich hier Lektionen erstellen, euch Videos zeigen, Workout-Pläne teilen. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich kann ja jetzt hier mal auf mich, ich habe mich als Testklient erstellt. Und zwar sieht man hier das Startgewicht, das Zielgewicht und dann entsteht hier so eine Kurve über euren Erfolg, wie ihr euch entwickelt habt. Dann kann man hier die tägliche Energiezufuhr einstellen. Man kann zum Beispiel auch eingeben, dass man sich, dass man vielleicht zum Beispiel 5 Mahlzeiten essen will. Und dann kann man die einzelnen Mahlzeiten, die Mikro- und Makronährstoffe und die ganzen Nährwerte kann man einzeln einstellen. Dann sind hier die ganzen Mahlzeiten aufgelistet, sowie auch der Trainingsplan. Ja, und das werde ich dann einzeln für jeden von euch erstellen. Und hoffentlich werden wir dann gemeinsam eure Ziele erreichen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Heute früh war ich noch in der Wohnung von meinem Freund und ich habe jetzt noch viel Organisatorisches erledigt. Ich habe Verträge unterschrieben, noch Kooperationen abgedreht, aufgeräumt, Wäsche gewaschen, also ganz, ganz viel jetzt so Kleinkram erledigt, der auf jeden Fall auch abgehakt werden muss. Und ich werde mir jetzt Mittagessen machen. Wir haben leider nicht so viel im Kühlschrank, weil wir erst gestern aus dem Urlaub gekommen sind. Deswegen ist es so ein bisschen Reste verwerten oder das halt essen, was noch da ist. Ich werde Tiefkühlgemüse kochen mit ein bisschen Kidneybohnen, Gemüse und dazu noch ein paar Maiswaffeln essen mit Putenbrust. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Und heute Abend gibt es dann geil Nudeln. Ich freue mich schon richtig drauf. Werde ich mit meinem Freund zusammen kochen. Und nach meinem Mittagessen gehe ich dann erstmal mit meiner Mama einkaufen. Und dann gehe ich später noch trainieren. Heute ist Booty Day. Ich freue mich drauf. Ich liebe es einfach, meinen Booty zu trainieren. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit, zeige euch, welche Übungen ich so mache. Und dann fahre ich zu meinem Freund und dann koche ich ihm was Leckeres zu essen. Denn er kommt dann vom Fußballtraining und dann essen wir gemeinsam zusammen. Und ich wollte euch noch zeigen, was ich Schönes gekauft habe. Denn mein Freund und ich haben bald Einjähriges, nämlich am 27.08. Und da bereite ich jetzt auch schon mal langsam das Geschenk vor. Und zwar habe ich mir einmal hier so einen weißen Rahmen mit Herzen gekauft. Das ist normalerweise so für Hochzeiten. Da schreibst du die Namen drauf der Gäste
und hast dann somit eine Erinnerung, wer alles an deiner Hochzeit mit dabei war. Und ich habe mir aber gedacht, dass ich so Gründe oder Dinge drauf schreibe, was ich an ihm liebe, beziehungsweise was ich mit ihm verbinde, weil wir haben ja schon über das Jahr so viel miteinander erlebt. Und wenn man die Sachen dann nochmal oder die Wörter liest, dann kommen einem dazu auch die Erinnerungen hoch. Und das finde ich richtig, richtig schön. Ich liebe auch sowas Persönliches. Und er mag das auch, denn ich habe letztes Jahr zum Geburtstag ihm auch etwas gebastelt gehabt. Das hat er auch total gefeiert. Und dazu gibt es dann noch so eine Karte. Da schreibe ich dann auch noch liebe Worte drauf. Auf der Karte steht: Mein erster Gedanke am Morgen bist immer du. Und das Du ist sozusagen frei und der Rest wie in so einer Jalousie abgedeckt. Und dann habe ich noch was Cooles entdeckt oder gefunden bei Jochen Schweizer. Wir wollten schon immer mal so ein Wellnesswochenende machen, beziehungsweise sind wir beide große Fans von Reisen. Wir lieben Reisen, wir lieben etwas zu erleben. Und da habe ich Ihnen sozusagen einen Erlebnisgutschein gekauft, bestellt. Das schenke ich Ihnen, einen Romantik- und Wellnessurlaub im Schloss. Das ist ein Wochenende mit zwei Übernachtungen, wo man dann Massagen bekommen, man kann zusammen in eine Badewanne, man hat abends ein gemeinsames Abendessen, Candlelight-Dinner, ein Frühstück zusammen. Das ist auch hier relativ in der Nähe. Ich wollte jetzt auch nicht so weit fahren wie zum Beispiel Berlin oder so, weil das Ganze halt umständlicher macht. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich cool, da kann man Zweisamkeit genießen, mal runterkommen, abschalten und da habe ich auch echt Lust drauf. Und ja, ich hoffe, er freut sich. Und jetzt mache ich erstmal mein Mittagessen, denn ich habe schon riesigen Hunger. So, das ist mein fertiges Mehl. Einmal die Gemüsebowl mit einem gekochten Ei, etwas Sesam obendrauf. Dann habe ich die Soße aus Tahin, Zitronensaft, Sojasauce und Wasser angerührt. Und dann gibt es noch drei Maiswaffeln mit Putenbrust. Und ja, die Nährwerte blende ich euch jetzt ein und das Ganze lasse ich mir jetzt schmecken. Und anschließend geht es dann einkaufen. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, was ich alles gekauft habe. Und zwar einmal Speisequark, dann Creme Fraiche Leicht, dann einmal oder beziehungsweise zweimal Königin-Frischkäse. Dann liebe ich auch diesen Milchreis, Schokobanane. Dann einmal Hähnchenbrust und dann gab es so Bacon, aber Geflügel, nicht vom Schwein, sondern Geflügel. Der hatte richtig, richtig gute Nährwerte und der war auch im Angebot. Deshalb habe ich den einmal mitgenommen. Dann frisches Obst, einmal Blaubeeren und Weintrauben, rot kernlos. Das sind einfach die besten. Dann diesen Skier Harzer Käse, der ist super lecker und auch nicht so, so komisch wie normaler Harzer Käse, sag ich jetzt mal. Der ist milder. Dann habe ich noch einmal Like Grilled Chicken und einmal Like Döner gekauft. Die haben beide sehr, sehr gute Nährwerte. Mein Freund und ich machen auch super gerne Döner selbst. Dann einmal Spitzpaprika, Pflücksalat, so Mini-Gurken. Das brauche ich dann später für das Abendessen.
Dann habe ich hier einmal noch das warme Angebot zu Island Dressing gekauft. Hat auch richtig gute Nährwerte. Dann einmal noch Rama Creme Fien zum Kochen. Daraus mache ich super leckere Tomatensauce für Nudeln. Auch sehr, sehr nice. Und dann noch einmal Tomatenketchup mit weniger Zucker. Was ich noch nicht eingeräumt habe, ist einmal die Quark-Joghurt-Creme. War auch im Angebot, hat ganz okay Nährwerte. Dann noch eine Zucchini, ein paar Bananen, eine Melone, liebe ich auf jeden Fall in der Jahreszeit. Und hier so Krautsalat, so ich glaube russischen oder polnischen Krautsalat. Auf jeden Fall lieben wir den und ja, der ist auch nicht so teuer und der schmeckt auch sehr, sehr lecker. So, ich habe jetzt schon mal alles für das Abendessen bereitgelegt. Ich kann euch ja mal kurz das Video einblenden, was mir als Inspiration dient. Endlich habe ich den Gurkenspiralentrend ausprobiert und du solltest es auch tun. Es schmeckt nämlich so lecker und ist echt einfach. Ich habe zuerst das Erdnussdressing vorbereitet, ein paar kleine Gurken und zwei Stäbchen und schneidest sie dann zuerst gerade ein, drehst sie um und schneidest dann nochmal schräg. Wichtig ist, die Gurke nie ganz durchzuschneiden, dafür sind auch die Stäbchen da. Das Dressing wird jetzt auf den Gurken verteilt und dann kannst du sie entweder direkt so genießen oder du machst es wie ich und gibst sie auf Reisnudeln. Ich werde es etwas abwandeln. Ich nehme einmal hier die Edamame-Spaghetti von Just Taste, dann noch etwas Hähnchengeschnetzeltes, Königinfrischkäse, Paprika, Tomaten, dann die Gurken, dann etwas Harzer Käse Skier und Kidneybohnen und Mais. Ich werde das Ganze so als Salat machen und obendrauf kommen dann die Gurken, die so wie Spiralen geschnitten werden. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich das hinbekommen werde. Ich werde zuerst die Zwiebeln mit der Paprika und dem Hähnchengeschnitzelten anbraten und dabei die Edamame-Spaghetti kochen, denn die brauchen nicht so lange, als jetzt zum Beispiel Vollkorn oder Weizennudeln. So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ich werde jetzt die Gurkenspirale ausprobieren. Ich habe leider keine Essstäbchen. Ich hoffe, das geht auch mit zwei Messern. Denn das Wichtige ist, dass man ja nicht die Gurke durchschneidet und dadurch sind die Essstäbchen quasi die Hilfe. Und zuerst soll man die Gurke für geradewärts runterschneiden. Das mache ich jetzt mal. Ich habe übrigens heute im Kaufland zufälligerweise die kleinen Gurken gefunden. Sonst hätte ich eine große nehmen müssen. Und ich hatte vorher noch nie so kleine Gurken gesehen. Also hier die Snackgurken, okay, von Tabaluga. Aber die wären zu klein gewesen. Und die hier haben einfach die perfekte Größe. Jetzt muss man die einmal rumdrehen und dann so für schräg schneiden. Also ich weiß auch leider nicht, wie schräg das sein soll. Sie meinte auf jeden Fall in dem Video schräg. Und ich habe versucht, mir das abzuschauen, wie schräg sie halt geschnitten hat. Und dann kann man das ungefähr abschätzen. Irgendwie fühlt sich das so an, als würde die Gurke gleich auseinanderfallen. Ich habe richtig Angst, Freunde. Okay, Stunde der Wahrheit. Wird sie sich Spirali? Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Ach du Schande. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. I'm so proud. Oh. So, jetzt kommen noch ein paar Edamame-Nudeln drauf. Tada! Ich kann auch echt immer nicht einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig sind. Bei denen kann man das nie einschätzen. Aber ich habe jetzt einfach die ganze Packung gemacht. Man kann ja immer dann den Rest am nächsten Tag essen. Und ja, jetzt werde ich hier meine Gurken platzieren. Einmal schön auf dem Teller. Meine ist auch schon kaputt gegangen. Ich werde die so drauf machen wie auf dem Video. Und ich habe in der Zwischenzeit ein Dressing gemacht. Ein Dressing aus Sojasauce, Erdnussmus, Reisessig, etwas Zitronensaft und ganz vielen Kräutern. Und das werde ich jetzt einfach über die ganze Bowl geben. Und fertig ist unsere leckere Edamame Gemüsebowl. Schaut euch mal, wie geil die Gurken einfach geworden sind. Ich habe das Dressing jetzt da drüber gegeben und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Mein Freund kommt etwas später. Ich werde jetzt schon mal ein Live-Testing für euch machen. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Let's eat it, let's eat it, let's eat it, eat it, eat it. Ich entschuldige mich schon mal für die Lichtverhältnisse, aber ich will ja mit euch gemeinsam
das geile Gericht testen. Ich bin so gespannt. Ich würde sagen, wir fangen am besten mal mit der Gurke an. Mmh. Oh mein Gott, das Dressing ist ja so geil geworden. Ich liebe ja auch Sojasauce und Erdnussmus. Beste Kombination. Die Nudeln. Oh, lecker. Ich glaube nicht, wie sehr ich das vermisst habe. Mmh. Die Nudeln sind so, die schmecken, die haben nicht so einen bestimmten Eigengeschmack. Aber wenn du die geil würzt und marinierst und so geil herrichtest, dann schmecken die so, so gut. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken und warte dann noch auf meinen Freund und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Und das war's auch schon mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mich kostenlos auf YouTube abonnierst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich in Zukunft begleiten würdest auf meinem Weg. Und falls du Interesse hast oder Motivation bekommen hast, etwas in deinem Leben zu verändern oder dich zu verändern, dann schau doch gerne mal in den Link in der Bio vorbei, falls du Interesse hast, mit mir durchzustarten, deine Ziele zu erreichen und als neuer Mensch ins Jahr 2023 zu starten. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder. Bis dahin, tschüss!